Pressefreiheit ist in erster Linie auch schon mal, dass man die Fragen stellen kann, die man stellen will. Deswegen ist es mir wichtig, hier zu betonen, dass ich nie irgendwelchen Einflüssen ausgesetzt war. Pressefreiheit bedeutet für mich im wahrsten Sinne des Wortes die Freiheit der Presse, nämlich derjenigen, die Presse repräsentieren, das heißt den einzelnen Journalisten oder auch die entsprechenden Einrichtungen. Pressefreiheit lebt auch davon, dass ihre Bedeutung klar ist, ihre Bedeutung für die Demokratie. Dass die Möglichkeit haben und die Freiheit haben, die uneingeschränkte Freiheit, ihre Informationen an die Menschen heranzutragen. Pressefreiheit bedeutet für mich, dass ich auch den Dingen auf den Grund gehe und auch froh bin, dass ich in Deutschland die Möglichkeit habe, im Gegensatz zu anderen Ländern, das auszuleben, diese Pressefreiheit. Für mich war das eine wirklich sehr interessante, umfängliche Veranstaltung, die sehr viele verschiedene Impulse gesetzt hat. Von den juristischen Grundlagen über das Handwerkszeug. Ich fand es aber auch interessant zu sehen, zu hören über die Situation in der Türkei. Da sind wir natürlich in einer ganz anderen, sehr komfortablen Situation. Da jammern wir auf relativ hohem Niveau, weil das, was in der Türkei sich im Moment abspielt, ist wirklich eine Katastrophe. Und wir kriegen da eigentlich immer noch viel zu wenig von mit. Eine ganz wichtige Veranstaltung, muss sagen, sehr bereichernd. Ich habe auch da wieder viel gelernt. Also zu solchen Veranstaltungen unbedingt hingehen, deswegen großes Lob. Es war eine gelungene Veranstaltung, es waren auch sehr kompetente Referenzen. Ihr habt mal wieder die Besten der Besten eingeladen. Für mich war auch sehr interessant der Hinweis, wie die junge Generation geschult und gebildet werden muss in Sachen Medienkompetenzen. Das ist ein Fall oder ein Bereich, mit dem ich mich in Zukunft sehr auseinandersetzen möchte. Pressefreiheit ist ein hohes Gut. Ich glaube, die Politik ist gut beraten, sich rauszuhalten, dafür aber zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Die Wahrheit ist unparteiisch.